So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Tabak-Review hier auf unserem Kanal. Ich habe heute einen sehr speziellen Tabak für euch. Ihr habt es dem Titel, dem Thumbnail schon entnehmen können. Es geht heute um einen sehr besonderen Tabak, und zwar den FCK CRN. Was soll das Ganze heißen? Ihr könnt es euch, denke ich, mal schon denken. Fuck Corona. Ja, ich glaube, eine Sorte hat nie passender zu der aktuellen Situation gepasst. Wie fange ich das Ganze an? Also, die Dose ist ja an sich schon mal sehr speziell. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich dieses Dosenformat. Das Ganze ist nämlich von der Firma X-Racher, auch wenn es auf dieser Dose nirgendwo drauf steht. Was hier alles zu sehen ist und so, zeige ich euch gleich, wenn ihr die Dose in der Nahaufnahme seht, genau wie den Schnitt. Und ich würde sagen, bevor ich weiter laber, zeige ich euch das Ganze mal. So, ich zeige euch mal die Dose von dem Fuck Corona Tabak. Das typische Fuck und dann, was man immer da unterschreibt. Logo ist auf jeden Fall gegeben. Dann steht hier an der Seite, Shisha hilft. Auf jeden. Dann diese typischen Warnhinweise, die man halt auch vom Shisha-Tabak kennt, was natürlich das Rauchen angeht, ist hier alles umgeschrieben mit Corona. Also da wurde sich auf jeden Fall extrem Mühe gegeben. Und genau, also dosentechnisch auf jeden Fall finde ich die geilste Dose, die es jemals gab. Ist natürlich auch dem Thema geschuldet. Dann haben wir das Ganze hier mal im Schnitt und in der Feuchtigkeit. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Der Tabak ist ziemlich fein, keine überschüssige Molasse vorhanden, ist auf jeden Fall gut gelungen, würde ich sagen. Achso, nochmal eine kleine Ergänzung, oben auf dem Deckel steht natürlich auch nochmal, Corona gefährdet unsere Gesundheit. Ja, kurz zum Setup, Ocean Kaif, Holster, Splash Funnel, eine Lage Panzeralu von Somo und drei Kokosolkohlen. Ist eigentlich ein Stunny-Setup mittlerweile geworden. Ich denke mal, ihr seht es jedes Mal in den Videos mit dem Hookahane Splash Funnel. Ist auch mein absoluter Lieblingsfunnel. Ihr habt es ja im Schnitt gesehen. Der Tabak ist X-Racher typisch ziemlich fein. Und dazu kann man nicht viel mehr sagen. Ist ein etwas dunklerer Virginia-Tabak. Aber genau, das hatte ich euch eben schon erzählt. Ja, das Ganze ist von X-Racher eine Limited Edition, eine Spezialsorte, sage ich mal. Und zwar geht halt der Erlös aus den ganzen Tabakdosen, also das Geld, was eingenommen wird, an eine Hilfsorganisation, und zwar an die Obdachlosenorganisation und den Tafeln in Deutschland geht dieser Tabak, beziehungsweise der Erlös von dem Tabak zugute. Auf jeden Fall eine nice Aktion von X-Racher, wenn die Charge halt auch aufgebraucht ist, also wenn der Tabak ausverkauft ist, wird so wie ich das verstanden habe, wird der Tabak dann auch nicht mehr hergestellt. Finde ich sehr schade, weil das Ganze nämlich eine sehr fruchtige Mischung sein soll, und zwar Blaubeere, Himbeere, Zuckerwatte und Orange Maracuja, also was extrem Fruchtiges, Süßes. Ich kann nochmal hier ganz kurz am Tabak riechen. Ich würde sagen, ihr habt auf jeden Fall die Blaubeere im Vordergrund, und dann kommt so, ja, Orange durch, würde ich sagen, so ein bisschen Himbeere, also da wird es dann ein bisschen süßer. Aber wie gesagt, ich finde die Blaubeere ist im Vordergrund. Als ich die Dose aufgemacht habe, musste ich feststellen, dass mich das Ganze geruchlich ziemlich an den Sucker Punch von Nameless erinnert. Den hatte ich auch mal vor gut anderthalb Jahren, glaube ich. Aber trotzdem, als ich die Dose aufgemacht habe, hat mich das trotzdem daran erinnert. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter rumlaber, ziehen wir hier mal an der Pfeife. Ja, da kann ich gar nichts zu sagen. Also X-Racher typisch, auch wenn wir euch jetzt noch keinen X-Racher vorgestellt haben. Ziemlich feiner Schnitt, Molasse ist auf jeden Fall gut eingezogen. Dementsprechend qualmt das Ganze auch extrem nice. Und geschmacklich muss ich sagen, ist das ähnlich wie im Geruch. Ihr habt hier auch die Blaubeere im Vordergrund und dann dieses ganze andere süße Zeug. Orange, Maracuja, Zuckerwatte eher nicht, würde ich sagen, aber schon dann die Himbeere, die man auf jeden Fall noch gut rausschmeckt, ist dann im Abgang und im Hintergrund ein bisschen da. Und ihr habt das Ganze auf jeden Fall
Also es ist eine gute Mischung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde halt immer noch geil, wie diese Dose halt aufgebaut ist. Also ich zeige das Ganze gerne nochmal. Hier oben auch, wo eigentlich normalerweise immer diese ganzen Hinweise gegen das Rauchen sind und so. Ich weiß auch gar nicht, wie die das durchbekommen haben, dass sie das so drucken dürfen. Klar, so ein Warnhinweis, so ein Abschreckbild ist halt drauf. Aber das, was daneben steht, hat ja eigentlich nichts mit dem Bild zu tun. Also vielleicht ein bisschen. Aber normalerweise ist es halt immer mit diesen Rauchhinweisen, mit diesen Warnhinweisen drauf. Also ich, keine Ahnung, wie die das hinbekommen haben. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr nice. Und vor allem, dass X-Racher sich auch mit dem Logo da nicht drauf verewigt hat, sage ich mal. Macht das Ganze auf jeden Fall sehr speziell. Ich habe jetzt leider nur eine Dose da, weil ich finde den Tabak wirklich geschmacklich echt gut. Ja, vielleicht bringt X-Racher den Tabak ja auch noch, nachdem die Chargen, sage ich mal, vorbei sind, auch wenn sie es halt gesagt haben, dass sie es eigentlich nicht machen. Weil ich finde, ihr habt auf jeden Fall auch noch eine frische Note drin. Vielleicht wurde das extra so gemacht, dass es den Tabak nach dem 20.05. sowieso nicht mehr geben kann. Aber vielleicht sagen sie, wenn der so gut ankommt, dass sie den ganzen Tabak vielleicht auch nochmal ohne Minze oder Frische rausbringen. Ist, glaube ich, jetzt gar nicht angegeben, aber ich finde, ihr habt noch so eine leichte Frische, aber auf jeden Fall nicht zu krass. Preislich liegen wir hier bei 200 Gramm 16,90 €, also auch standardmäßig. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass X-Racher sich dazu entschieden hat, so eine aktuelle Sorte rauszubringen. Spricht natürlich auch die breite Masse an. Also nicht die breite Masse, sondern halt die breite Masse, die Shisha raucht. Und so wie ich es jetzt auch gesehen habe, ist der Tabak eigentlich auch schon so gut wie ausverkauft. Bei Exquisit sind die Dosen auch nur so über die Ladentheke gerollt und ich konnte jetzt mir heute noch eine Dose ergattern. Aber auch auf den Shisha-Seiten sind sie wirklich nur noch vereinzelter. Also seid schnell, wenn ihr mal Bock habt, einen sehr speziellen Tabak zu rauchen. Geschmacklich ist das Ganze halt, wie gesagt, auch für die breite Masse geeignet. Schmeckt auf jeden Fall sehr nice. Und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich würde sagen, gönnt euch den Tabak, falls ihr Bock habt. Und damit bin ich dann auch raus und ich nehme zum Schluss nochmal einen Zug. Haut rein, wir sehen uns. Bis denn.